Moin Moin und recht herzlich willkommen zurück hier in Diablo 3 Reaper of Souls. Heute, beziehungsweise ab heute, geht es mal richtig hart zur Sache. Ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der Action. Und wie ihr schon sehen könnt, links im Bildschirmrand, ich bin heute mal nicht alleine. Denn mein lieber Kollege Tor 5 oder Torf ist vorhanden. Grüß doch mal kurz. Moin Moin. Ja. Und es ist Torf, nicht Tor 5. Ja, es ist aber das römische 5. Ja, wenn ich. Ja, sehe ich aus wie ein Römer. Ich weiß es nicht. Denn du weißt doch, die spinnen die Römer. Ja. Ja. Darüber könnte man ja streiten, so. Ja. Kann man das? Ich meine, selbst die Gallier haben das gesagt, ja, also. Haben die das? Ich weiß es nicht. Gut. Bang. Vane oder Bane? Nee, so, meine Freunde, ja. Ihr seht, ab heute wird es ein bisschen chaotisch. Wie viele Parts wir heute zusammen aufnehmen, weiß ich noch nicht, aber wir steigen. Wir herrschen Tod und Schrecken. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Aber es gibt keinen Ort mehr, an dem wir uns noch verstecken können. Ja, sorry, mich hat gerade eine Wache angelabert. Das muss ich kurz. Wir steigen und er schweigt. Ja, wir steigen höher. Nein, wir steigen heute mal ein bisschen in die Action. Werden aber immer mal so die ganzen Story-Dinger wie gewohnt und wie gehabt in den letzten Parts auch abspielen und labern da nicht rein. Ansonsten gibt es Hausverbot im Klohaus, Freunde. Gibt es Hausverbot dann. Ja, gibt es Hausverbot für mich, was ja kein so großer Verlust ist. Oh. So, ich habe gerade irgendwie eine Kakerlake vertreten. Oh. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt mal auf schwer gestellt das Spiel, weil auf normal, ja, ihr habt gesehen, ich habe alles weggebumst, wie, Das wird dir auf schwer nicht anders gehen. Ja, aber ich habe jetzt gerade ein neues Wissen zu kündchen. Nach Maltaels Verschwinden beauftragte der Angiresrat seinen treuesten Diener Urzael, ihn zu suchen und in die hohen Himmel zurückzuführen. Urzael machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden. Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand, den Maiden. Aber sie kehrten nie zurück. Ja, ich habe gerade hier ein Special genau. Und warum leckt das Spiel bei mir hier gerade so extrem? Oh, Legendary. GZ, gib mal was ab, Alter. Ja. Ja, ich bin gerade sehr verwundert, warum es wirklich überhaupt leckt, ey. Was soll die Scheiße hier? Was soll? Ich kann's dir nicht sagen, ich entzauber mal eben mein ich denk's mal eben das Legendary. Ja, dann mach das mal, du Sau. Das nennt sich, das ist das Hidden Passive. Das ist die Dia-Show. Ja, super. Das ist jetzt das neue Future von Blizzard, weißt du? Ja. Aha. Aber das ist scheiße. Aber immerhin für Dämonenjäger, was du hier bist, also. Ja, es ist Dämonenjäger, aber sehe ich aus, als würde ich, als würde ich was nehmen, was mir weniger. Naja, was mir weniger Schaden gibt? Ich weiß nicht, zeig mal kurz. Also dich, also wegen Aussehen. Egal, ja. Ja, ich würde sagen, gehen wir doch mal hier in im umkämpften Herrenhaus. Das wird gleich nicht mehr sonderlich umkämpft sein. Das ist mir doch egal. Ich will hier mal eine Party haben. Bist du jetzt drin? Ich habe einen Ladescreen. Toll! Die Gegner sind übrigens alle tot. Das ist, ja, schön zu sehen. Das nennt sich Hexen, Dämonenjäger No DPS. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich eigentlich finde ich sie jetzt so sterbenslangweilig, ne? Ja, dann spielt die halt nicht. Doch. GZ übrigens. Okay. Ich könnte jetzt Heilung stellen, aber ich bin zu faul dafür. Brauch sowieso noch keinen nicht Schwein. Bereit. Irgendwie. Stämme auf Meister. Nee, ich hab grad andere Probleme. Die Leute reden, aber es kommt keine Sprache durch. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Irgendwie, die haben gerade eine Minute lang durchgeredet, so Sprechblasen etc., aber die wollten irgendwie keinen Soundfall abspielen. You know, that's Blizzard. Blizzard in a nutshell. Ja, der April wäre schon vorbei.
wenn das hier nicht mal aufhört zu lecken, dann krieg ich einen Brechreiz, ey. Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Noch nicht. Kniet nieder vor Zakarum. Was? Und wie genau habt ihr das Tagebuch gefunden? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Oh, tut mir leid für dich. Ja. Armes Töfter, wa? Ja, ich meine, also, ne, kann man jetzt halt, was man will. So, wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Ich hab dir nicht zugehört, also. Was? Ja, lass mich rein. Altes Schmugglerlager. Kämpf mal doch nicht, lass mich da erstmal rein. Ja, tut mir leid, wenn die mich angreifen. Ich halte nicht so viel aus. Naja. Echt? Nur Geduld. Du hältst auch nichts aus. Ja, weiß nicht, heute ist irgendwie. Heute hat, sagt Blizzard, fickt euch irgendwie, weil es leckt immens, bis ich mal hier in den ganzen Orten durchkommen kann, also hier Ladescreen-mäßig, werd nicht jetzt 70, also nicht levelmäßig, sondern altermäßig. Da fehlt ja auch nicht so viel bei dir, ne? Ja, ich bin ja schon 69,5, weißt du. Ich dachte, wirst du nicht morgen 70. Nee, so sehr noch nicht. So, hier. Alter, das leckt hier wie. Ja. So meine ich das. Mach halt im Hintergrund alles aus, was du nicht zum Aufnehmen brauchst. Nun sagst du mir das nochmal, wenn ich schon alles aus habe? Was soll ich denn das wissen? Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. In der Enklave der Überlebenden werdet ihr sicher sein. Schnell, lauft! Schnell, lauft! Wie gesagt, ich hab schon alles aus, deswegen... finde ich ja so... Loot! Kurios. Loot! Ja. Was hab ich denn hier? Eine Grimmmine, ja. Eine abscheuliche Quelle habe ich hier. Egal, lass mal hier raus, ich hab keinen Bock zurückzulaufen. Petro Paul! Ich bin das mittlerweile so gewohnt aus dem Bounty Mode. Meld. Einfach nur M drücken und dann zum nächsten Bounty teleportieren. Ja, passiert, ne? Ich meine. Beziehungsweise zum nächsten Schlüsselhüter. Wow. Jetzt werde ich mich beweisen. Aber auch schwer, also ist es hier, also ich meine, also ich weiß nicht. Schwer ist nicht sonderlich schwer, nein. Das macht den Namen keine Ehre, genau. Na gut, wir machen auch ein bisschen Schaden, könnte man so sagen, denke ich. Ein bisschen, weiß nicht. Komm halt auf die Sichtweise der wiederum an, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Paper DPS machst du denn? Was ein Ding? Theoretischer Schaden steht in deinem Inventar. Ich habe gerade PayPal verstanden und deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ich habe 6,4. Na gut, ich habe 10 ungefähr. Schwankt so zwischen 10 und 11, manchmal auch 15. Ja, gut. Aber ich bin auch ein paar Level höher als du, von daher. Das stimmt. Du musst ja auch das Level noch mal ein bisschen. Noch nicht bereit. Na gut, dafür hast du ein paar mehr Paragon-Level. Noch. Ach, das bisschen, also. Weiß nicht. Bald hab ich dich. Ja, wenn man bedenkt, wie. Ich meine, dass du vor kurzem erst angefangen hast. Ja. Nachdem du dir einen neuen Account holen musstest. Ja, aber guck mal. Auf einmal war ich dann Level 70, ne?
Ja, ja, guck mal, wenn du 70 bist, dann geht das so schnell, das ist, also, das glaubt man gar nicht. Ey. Ja, und sie hier existiert auch erst seit einer knappen Stunde. Ja, ja, ich meine, du, ganz ehrlich, wenn man es einmal durch hat, dann weiß man, wo was ist. Dann muss man jetzt auch die ganzen Gespräche auch nicht mehr abhören, weißt du, weil da kennt man schon. Nein, dann kennt man Leute, die einen einfach ein Stück auf Qual 6 ziehen, dann hat man den ersten Akt halb durch und dann stellt man fest, oh, du bist Level 51. Was machst du jetzt? Gut, aber ich sag mal auch so, weißt du, wenn du das schon einmal durch hast, dann kennst du die Story, dann musst du die Gespräche auch nicht mehr durchziehen, dann kannst du wirklich einfach nur das Nötigste durchrennen, weil das außer Akt 5, da gibt's immer noch ein paar Stellen, wo man die mich mit ja, Demon Hunter und alles stimmt. Interessieren. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, nicht spoilern hier. Ja, aber alles, was ich jetzt nicht sage, das ist offen für Spekulationen, ne? Das stimmt, ja, aber ich sag mal auch so, ich meine, dann kann man ja auch dann halt den schnellsten Weg laufen. Weil man muss hier auch nicht leveln und alle Gegner machen, weil die kann man dann ja Bounty Motor wiederum machen. Versuch mal in dem scheiß Spinnen-Dungeon alle den direkten Weg zu finden. Ja, das Dungeon mit Arenae und Arenae oder Arenae, das ist ein bisschen noch nicht gewinnungsbedürftig. Und irgendwie droppe ich hier fast nur blau, habe ich das Gefühl. Ich droppe nur gelbe. Ja, du bist. Riesen sei Akkarat. Geht, Digga, Level up, Alter. Lass mich hier mit fetten Fotz. Ich weiß nicht, wen du schießt. Ich schieße gar nicht, ich kloppe. Ach, dieses. Das haben nicht die Seelen angerichtet. Was ist hier geschehen? Was hier geschehen ist, hier sind alle tot. Das ist geschehen. Ja, alle tot. T-U-H-T. Noch mehr Tote? Voll die Hurensöhne. Alle tot, sterben einfach. Ja, was ist fällt. Adligen. Was fällt denen ein? Revolution! Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt, aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Die Stadt wird angegriffen. Warum wollt ihr da euren eigenen König stürzen? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt zusammen mit unseren Feinden. Oh ja, komm, auf die Fresse. Was hat er gerade im Ballistin gebaut? nein! Lord Wilton, wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hocherfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden und unsere Stadt retten. Eure Differenzen mit der Krone sind kein Geheimnis. Doch wir sind froh, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten darüber hinwegsehen könnt. Westmark wird bestehen. Ja, wenn ich immer mal, ohne was zu sagen, still bin, also ohne zu sagen, so Moment mal, sondern einfach instant still bin, dann habe ich gerade Codex eingetragen. Also, ich wollte da. Ja. Digga, dieses Armbrustmaschinengewehr, ey. Irgendwie hat das Viech mich gerade gestunt. Ja, ich hab noch nicht erlebt. Das ist halt. Du weißt halt noch nicht, wie man richtig crusadet, ne? Wieso? Oh nein, gleich kommt mein Alter, mein höchster Crusader ist eine 50, woher soll ich das schon wissen? Ja, mein höchster Crusader ist Level 70. Siehste? Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich hab mich gerade dieses Dungeon noch nicht erinnern? Bereit. Ich weiß gar nicht. Hey, das hatte ich letztens im Bounty-Modus als Bounty, glaube ich. Oh. Jedenfalls war ich hier drin. Normalerweise mache ich nichts, was irgendwo in der Welt rumsteht. Achtung. Außer ich krieg Loot dafür. Lol. Moment. Ihr wart es, der den dunklen Zirkel zerschlagen hat. Renn doch nicht weg! Deshalb werdet ihr verstehen, warum ich hier bin. Der Schatz des Zirkels befindet sich hinter dieser Tür. Wir haben unaussprechliche Dinge getan, um ihn zusammenzuraffen. Gräber geschändet, Leichen geplündert. Alles Dinge, die ihr natürlich niemals tun würdet. Ich wollte ihn zerstören, aber ihr, die Hand der Gerechtigkeit, habt bestimmt einen besseren Nutzen für ihn. Ja, wir würden niemals Gräber schänden und Leichen plündern. Überhaupt nicht. Machen wir nie! Niemals!
Wir sind so rein und Wir sind das reinste Rein überhaupt. Ja. Wir sind reiner als Reinhard. Immer rein und raus, ne? Zack, zack, immer auf die Omme, Nusser. Nimm bloß die Finger von meiner Tasche. Sag mal, was ich eigentlich mein allen, wo in mir. So, gleich, erstmal ich hier labern. Ja, ja. Was ich eigentlich meinen ganzen Gästen immer noch so frage. Was läuft denn so auf deinem Kanal so ab hier? Diesmal. Momentan läuft leider nichts. Wegen Prüfung und einer Zeit der Unlust. Aber zukünftig werde ich wieder nicht direkt Let's Plays machen, sondern, na, vielleicht auch ein paar Let's Plays mal gucken. Sondern halt, ich werde Gameplay-Videos von War Thunder beispielsweise hochladen, Commentary drüberlegen. Warum? Weil ich Bock drauf hab. Warum? Weil ich dieses Spiel einfach abgöttisch liebe. Warum? Du kannst mit einem Panzer rumfahren. Warum? Und das ist besser als World of Tanks. Warum? Realismus. Warum? Weil es Spaß macht. Wieso? So, Achtung, Moment, kurz. Die Phantasmen unterscheiden sich stark von allen anderen Geistern, die ich in Sanctuario zu Gesicht bekommen habe. Sie erinnern an niedere Dämonen. Jedoch werden die Seelen von Dämonen immer in den Höllen wiedergeboren. Ich vermute, dass es sich bei den Phantasmen um die Überreste früher Nephalem handelt, in denen mehr Dämon als Engel steckte. Hab ich schon erwähnt, dass ich dieses Dungeon hasse? Ach, das geht eben. Das ist so dieses Spinn-Dungeon aus Akt 5, was ich total abgöttisch hasse. Ist das Mystic eigentlich immer da? Kniet nieder vor Zagarum. Ach, scheiße. So, Achtung. Die große Pestilenz von Westmark tötete Mensch und Tier gleichermaßen. Die panischen Überlebenden warfen die Leichen beider in die Pesttunnel. Die Anwesenheit der Seelenernter hat jedoch viele der dort Bestatteten wiedererweckt. Noch nicht bereit. Die Knochen der Tiere erheben sich nun als Skelettkriecher, um die Lebenden zu töten. Ja, sorry, redete gerade jemand. Ja, Tyrell immer wieder, ne? Ja, ich meine, auch er hat ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich finde Tyrael ist einer der interessantesten Charaktere in diesem Universum, sag ich's mal. Ja, und trotzdem kriegt der habgierige Shen Kurzgeschichte von Liz. Danke. Wow. Ja, der habgierige Shen ist aber auch interessant. Das ist der nervigste, uninteressanteste Charakter des Universums. Ich finde ihn amüsant. Ja, nur weil der ein Gott aus dem Juwel ist oder was? Naja, ist er wirklich ein Gott? Sagt er zumindest. Naja. Aber das wissen meine Zuschauer noch gar nicht, weil das wird erst im fünften Akt mit einer Questreihe von ihm erstmal. Das können wir rausschneiden. Ja, wenn du die Arbeit machen willst, ich nicht. Hier, da fügst du einfach laute Musik ein. Irgendwelche non-copyrighted Musik. Möglichst laut, möglichst viel, möglichst nervig. Verbrennt im Licht. Oder ich nehme einfach die Musik meiner uralten, ehemaligen Band. Das geht auch. Die Domestos-Jungs, falls es interessiert. Wie hieß die? Domestos-Junkies. Betonung, Junkies. Nicht Junkies. Nein, Junkies. Ja, du... Domestos-Junkies. Hey, ich habe in meinem Bad Domestos drinstehen, ne? WC-Gel. Domestos-WC-Gel mit Zitrus. Also, ihr seid nach WC-Gel süchtig. Noch nicht. Nein, nach Domestos. Da gibt es Tabs, da gibt es WC-Gel, es gibt auch noch andere Sachen. Der raucht die das Zeug, oder was? Auch. Hallo, steht ihr! Noch nicht bereit. Digga, alles muss man selbst machen. Nicht mal, man kann dem Crusader nicht mal vertrauen, die blöden... So einen blöden, Ich hatte gerade Cooldown auf meine Weihe. Ja, die Weihe ist auch kacke. Nein, nicht wenn du hier gefrorenen Boden als Weihe hast. Doch, da ist auch kacke. Nein, Stuhl ist ein kacke. Ein würdiges Opfer. Ich geb dir gleich kacke. Erdbeeren mit Scheiße. Erdbeeren. Nur Geduld. Du das Goldtabletten schlucken und die Kacke zu irgendeiner Goldseite schicken.
Ja, genau. Aus Scheiße Geld machen. Noch nicht. Geld stinkt nicht, oder wie hieß der Spruch? Geld stinkt nicht. Wisst ihr überhaupt, ne? Ich meine, als YouTuber hat man ja auch eine Pflicht, dem Zuschauer so eine Art Bildungsauftrag halt, ne? Weißt du, kaum bin ich wieder da, kaum bin ich mal da und dann sinkt das Niveau, weißt du? Ja. Nur Geduld. Ihr haltet den Bildungsauftrag nicht auf. Warum oder woher stammt der Begriff Geld stinkt nicht? Nicht von dir. Wieso, weil ich so arm bin oder was? Ja. Nein. Ich meine, du kriegst nicht mal ordentlich YouTube-Money, also. Das weißt du ja gar nicht, das ist privat. So was hat man nicht zu sagen. Ich weiß aber, wie viele Abonnenten du hast. Jedenfalls wüsste ich das, wenn ich nachgeguckt hätte. Ja, siehst du? Ich habe fast 600. So. Wow, doch so. Ja, und? Ey, ich habe fast 2. Aber auch nur fast. Wieso, der eine ist irgendwie halb... Nee, der eine bin ich. Oh lol. Ja, nee, so, als Auflösung. Bevor wir da durchgehen. Als Auflösung. Früher hat man, nicht so die Klo-Sache wahrgenommen, sondern da, wenn man auf den Straßen war und pissen musste und scheißen musste, da gab's halt so die berühmten Klo-Damen, die haben halt so einen riesengroßen Rock angehabt, wo sie halt quasi ein Eimer drunter getragen haben und so, dass man dann die Person oder den Rock holen konnte, dann hat die Person halt dann eben sein Geschäft da auf der Straße erledigt, in den Eimer rein, mit dem mit den Umhang, so dass man natürlich nicht gesehen werden konnte. Und die Idee von der ganzen Sache war, durch die Scheiße, die der damalige König nämlich verfluchte Tour. Das ist verschlossen. Warum ist das verschlossen? Warum können wir das nicht öffnen? Warum gibt's da keine... Ach, da sind die Gegner. Ja, der König hat nämlich die Scheiße zu Geld machen wollen. Denn der hat die Scheiße nämlich benutzt, um damit Produkt, dessen Name mir gerade entfallen ist, herzustellen und das halt wiederum zu Geld zu machen. Und da ist dann der Satz entstanden vom König, der das dann gesagt hat, Geld stinkt nicht. Weil, ne? Macht den Sinn. Scheiße, wird zu Geld, Scheiße stinkt. Und mein, ja, Geld stinkt nicht. So weiter. Falls mir irgendjemand jetzt folgen konnte. Ich hab dir nicht zugehört, aber. Okay. Was? Ja, das passiert halt auch mal, dass man nicht zuhört, ne? Ja, besonders bei dir. Ja, ich hab mich auch gern. Ich mach keinen Schaden. Wie ist es bei eBay für 2,50? Hab ich erzählt, ich fange hier mit WoW an. Hast du hiermit gerade getan? Warum tust du das? Weil ich wieder Bock drauf hab. Das habe ich über ein Jahr nicht gespielt, jetzt denke ich mir langsam so, eigentlich kannst du es mal wieder ausprobieren. Ja, du musst ja Geld haben. Ja, weiß ich nicht, die 27 Euro, die ich dafür einmal zahle. Ja, pro Monat und das für ein Spiel, was ausgelutscht ist. Das ist eine super Idee. Och was, ich hab das Geld, also lass mich. Noch ja, nicht. Also das Geld kennst du lieber sinnvoll ausgeben, zum Beispiel Humble Bundle, da kriegst du wöchentlich geile Spiele für weniger Kohle und kannst noch Charity-Sachen unterstützen. Da möchte ich doch jetzt direkt nochmal einen Hinweis reinschmeißen für alle Zuschauer. Schleichwerbung! Ja, ich krieg kein Geld von Humble Bundle, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Die haben jetzt 14 Tage lang täglich ein neues Humble Bundle drin, was nur 24 Stunden halt drin bleibt, deswegen, weil ändert sich täglich. Und da sind halt teilweise richtig geile Sachen dabei. Also heute, wo ich gerade am Aufnehmen bin, gibt's Risen 1, Risen 2, alle DLCs samt dem Spiel von Saints Row 3 und so und hast du nicht gesehen. Und jede Menge geile Sachen. Und schaut halt mal rein, das lohnt sich. Es gibt halt immer ein Weekly Sale, das heißt, das wird halt jede Woche
gewechselt und da gibt es dann noch ein ja, richtiges Bundle, was irgendwie, ich glaube, alle zwei oder drei Wochen gewechselt wird. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und das richtig große Bundle, das ist jetzt, was wirklich momentan 14 Tage lang täglich gewechselt wird. Wo, so wie ich verstanden habe, sind in diesem Bundle, oder diese ganzen Bundles, die in diesen 14 Tagen erscheinen werden, sind halt alles Bundles, die schon bisher als Bundle gewesen sind auf der Seite. So als, keine Ahnung, nochmal für Leute, die das verpasst haben, zu kaufen. Du bist sicher, dass du kein Geld von denen kriegst? Ja, bin ich. Die kriegen höchstens Geld von mir, aber selbst die sehen das Geld ja gar nicht, sondern das wandert dann ja an die Charity-Sachen. Was auch wiederum echt cool, da kannst du coole Spiele sehr günstig holen und gleichzeitig Charity unterstützen und ja, freust dich halt besser beim Zocken. Jetzt kommt erstmal ein Kurs. Das Knochenlager, oft auch als Pesttunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen. Passiert. Reizend. Ja. Ich hasse diesen Dungeon. Hab ich auch festgestellt, dass ich den hasse. Ja, ich bin jetzt am überlegen, ob mir wirklich mir zu Bundle gut soll heute oder nicht, weil mein Risk 1 und 2 schlecht hier im Vorder. So. Obwohl ich nie wirklich ein Fan von Risen war. Ja, sag mal so. Ich mochte Gothic lieber. Ja, ich auch, aber das ist halt für mich der wahre Gothic 4 Nachfolger, weißt du? Naja, Arcania war ja auch scheiße. Ja, alles Gute, Gothic hatte, wurde weggenommen, ist in Risen eingesteckt worden und alles Schlechte, was quasi übrig blieb, ist dann zu Arcania geworden. Ja, Arcania war ja auch ein anderer Developer. Ja, das war letztlich der, also die richtigen Entwickler von Gothic, die sind, haben ja Risen dann gemacht, ja. Ich sag mal so, Gothic 3, bestes Gothic. Oh mein Gott, der Remi, ich bin losgetan. Besonders ungepatcht. Ohne das Community-Update mit den Quest-Dingern war das echt unspielbar. Nein, das war nicht unspielbar, das war einfach nur witzig. Das war, also ich weiß nicht mal was. Ich weiß nicht mal, ob es da für einen Begriff gibt. Ich sag nur Armbrust. Du, ich hab das Ding eine Stunde gespielt und dann gesagt, komm, fick dich und hab mir dann die Community-Sachen durchgerockt. Ich hab's also geschafft, dass du mit dem Bug so weit zu spielen, wie mich das gelassen hast. Diese Kreaturen, ich glaube, das war durch. Sterben. Ich glaube, das war unspielbar, also ich glaube, das kann das auch nur Geduld. Mit dem Bug. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich muss das mal wieder installieren, das Spiel. Und das ich hab das hier liegen, hab selbst hier alle Community-Updates mit Quests und so. Hey, coolen Erfolg. Und ich hab sogar hier alle. Die Erweiterung, die hab ich auch hier rumliegen. Muss ich, glaube ich, Forsaken Gods sein oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, damals gab es auch schon Erweiterungen, beziehungsweise DLCs, die da noch Erweiterungen ließen. Ja, Erweiterungen waren Add-ons, ne, ich erinnere mich noch an Diablo 2, Lord of Destruction. Ja. Ein Traum. ich wette mit dir, sie bringen bestimmt noch ein Add-on für Diablo 3 raus. Die haben das indirekt schon angekündigt, die haben nämlich im Forum gefragt, so hier Leute, was würdet ihr denn halten, wenn wir einen weiteren Erfolg machen würden? Oh nee, nicht das hier. Oh Gott. Das ist immer hier. Ja, ich weiß. Aber das ist harmlos, ganz ehrlich. Das ist ja, immer harmlos. Selbst auf Qual ist das harmlos. Das ist halt einfach nur ätzend. Zerstören wir die Ofen hier. Kann man die zerstören? Die kriegen keinen Schaden. Wenn der Ofen angreift. Nein, die kriegen keinen Schaden. Die kriegen keinen Schaden. Ich kann den nicht angreifen. Meint halt irgendwas anderes rein. Nee, aber noch ja, nicht. Also die haben halt so leicht indirekt angekündigt, dass ein weiteres Addon geben wird. Ich würde mich freuen, weil ich meine Diablo 3, Reaper of Souls, das werden die Zuschauer bald erfahren, hat ein offenes Ende, finde ich. Ja. Wir haben vorhin schon drüber diskutiert. Ich habe vorhin schon mit dem Kumpel drüber diskutiert. Und mit dir kann ich gerade nicht drüber diskutieren, weil. Nur Geduld. Ja, das ist natürlich. Das können wir ja privat dann machen.
oder am Ende von deinem Let's Play. Einen zusätzlichen Part Diskussion. Ja, wobei, das habe ich auch schon. Oh, hier direkt ein Schatzkoppel, hier am Außenportal, okay. Wir haben schon eine beliebte Art. End-Podcast-Videos zu machen, wo man nochmal über dieses Spiel, das Let's Play redet, aber da würde ich halt. Ich bin dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, da würde ich aber einen erfahrenen YouTuber. Meine Tasche ist voll. Nachmachen, der das nämlich zuerst ins Leben gerufen hat. Und ich muss erstmal kurz mich verdrehen. Ich muss zurückkehren. Ja. Mein Inventar ist voll. Deswegen muss ich mich entleeren, ja. Gepissen. Ihr kennt bestimmt schon den YouTuber. John McCloud, der hat das auch schon ins Leben gerufen. Was hast du denn für Sorgen? Nichts. Und der macht halt das auch so bei irgendwie jedem seine Projekte. Finde ich cool, weil ich meine. Das ist cool. Finde ich cool. So, erstmal hier verkäufen hier. Verkäufen? Ja, ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Nee, ich spreche nicht Deutsch, weißt du? Ich spreche gute eigentlich Deutsch. Ich spreche Deutsche wie Deutsch. Ich bin eigentlich Italiener, weißt du? Ah! It's me, Mario! Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Ja, na gut, dann bin ich Wario. Darauf kann man sich einigen. Ich brauch mehr Schaden. Nein, das ist nicht Schaden. Das ist Schaden. Bei eBay gibt's das gerade im Angebot. Ich hab noch genug Smaragde rumliegen. So. Ich hab gerade verstanden, ich hab noch genug Tupperware rumliegen. Bin jetzt bei momentan bei 19.222 Schaden. Ich bin so froh, mich abzugraden gerade. Ja, ich hab die blöden Smaragde rumliegen. Ich mach sowieso nichts mit denen, weil mir das viel zu teuer ist. Ey, guck mal, ich meine, ich hab hier haufenweise Sockel auch schon. Ich könnte auch viel überall Sockel schon reincraften, wenn ich Bock habe, aber. Ja, ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, weil im Endeffekt, wenn du es nicht mehr trägst, zerstörst du und dann kriegst du die Steine wieder. Das ist mir klar. Und man muss natürlich dann kein Geld zahlen, um es wieder rauszunehmen, bestimmt schon. Aber, ich habe einfach keinen Bock, jedes Mal dann neu dann irgendwie so überlegen, so, das da rein und dann so. Das mache ich halt dann eine Endrüstung dann am Ende, weißt du? Definiere Endrüstung. Sobald ich Level 70 bin. Okay, das bezeichne ich zwar nicht als Endrüstung. Den fünften Akt durch habe. Ich wette mit dir, mein Crusader ist besser ausgerüstet als dein Monk, aber. Du, ich mach's immer erst dann, wenn den fünften Akt durch habe. Und quasi dann in Replay oder so bin, weißt du? Also im Bounty Mode. Kann man so nennen, ja. Bis jetzt. Und ich glaube, dass ich gleich wieder aus dem Spiel rausgefickt werde, weil ich bin gerade seit einer Minute oder so. Ja, du bist gerade rausgeflogen. Ja, und damit ist, würde ich sagen, der Part